Da bin ich wieder. In diesem Bereich, wo die Uhr hinkommt, ist komplett schön abgeflammt, wie man sieht. Da, richtig schön die Maserung hier, kann man überall schön sehen. Sehr gut rausgekommen. Dann geht es leicht rüber in Zelle. Dann kommt wieder der Bulli und hier oben halt auch noch so ein bisschen leicht angeflammt, aber das ist dann... Da braucht man nicht mehr rumwirtschaften mit der Drahtbürste. Wichtig ist, dass nur dieser Bereich, der muss richtig schwarz sein, der muss richtig brennen. Und wenn man den dann rausbürstet, dann sieht es richtig schön aus. Wie gesagt, ich habe hier auch keinen Dreck mehr drauf. Moment, da, keinen Dreck mehr auf die Finger. Ihr müsst ihn nur richtig sauber machen mit dem Lappen. So, was wir jetzt machen ist, wir machen hier die Zahlen drauf. Also 12, 6, 9, 3, 1, 2, 11, 10, naja, 7 und 8 halt dann noch. Damit man die besser sieht, werde ich die eingravieren. Aber mir ist noch vorher eingefallen, die Zeiger kommen ja hier nicht so wirklich zur Geltung, weil die schwarz sind. Kann man das hier sehen? Ja. So. So wäre jetzt der Zeiger, den sieht man natürlich nicht. Und da ist mir die Idee gekommen, erstmal sind hier so eine hässliche Nasen dran, ne? Die fallen mir gar nicht so wirklich. Ich habe irgendwo, da habe ich noch welche. Da habe ich ja noch welche. So, hier habe ich noch welche aus Metall. Die nehmen wir mal jetzt raus. So, jetzt gucken wir mal, welchen wir davon nehmen können. Also hier sind ja zwei verschiedene. So, einmal den und einmal den. Ich glaube, die beiden passen hier zusammen. Was ist das, ein Sekundenzeiger oder was? Ne, da ist einer. So, gut. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Zeiger von der Uhr, die ich jetzt mal übrig hatte hier, zu lang sind. Jetzt können wir die natürlich kürzen, ist ja gar kein Problem. Oder ich behalte die aus Plastik und warte mal, wo haben wir denn? Da. Nehmen wir den Grat hier weg, das sieht nämlich gar nicht so schön aus. So, okay, wir machen das einfach so. Wir lassen die Uhr original und legen die Zeiger weg. Die können wir ja dafür was anderes brauchen. Mal gucken, wenn ich dann nochmal wieder eine Uhr wegrufe, dass ich dann die nehme. Weil die sind mir echt jetzt gerade ein bisschen zu groß. Man könnte die jetzt abschneiden, aber das will ich jetzt nicht. Und damit wir die aber besser sehen, werden wir die auch gleich noch weiß lackieren und mit Klarlack drüber sprühen. Oder, nein, noch besser, ich habe ja hier noch, wunderbar, Leute, was ich hier so habe. Das ist Chrom. Die werde ich in Chrom lackieren. Ich werde hier vorne einfach nur ein kleines bisschen Dings rüber machen. Dings ist gut, hat mir auch gefallen. Klebeband, das Schwarze ist mir egal. Der Zeiger muss halt nur zu sehen sein. Und wenn wir die in Chrom, also dazu müssten wir so ein bisschen anrauen, damit die Farbe drauf fällt. Ich glaube, das ist besser, wenn wir das so machen. So, genau, siehst du, wunderbar. Jetzt rauen wir die einfach nur an. Schmeißen wir beiseite. Einwandfrei. Angeraut. Sehr schön. Darauf sollte die Farbe halten. Dahinter ist egal. Dahinter der Uhr guckt da eh keiner. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Tesafilm. Ein bisschen, nicht so viel. Machen wir gleich einen Meter hier.
So, zack. Kleben wir hier einfach vorher drauf. So. Egal. So. Und da auch nicht ganz so viel wieder. Zack. Den roten können wir so lassen, weil er ist ja rot, das sieht man ja. Und zack. So. Jetzt gehe ich wieder auf den Balkon, lackiere das mal eben schnell. Und bin gleich wieder da. Und ich hier das schon. Geht schon los. Das geht schon los. Wie gesagt, wir machen ja nachher. Mir ist ja wichtig, dass die Vorderkante sauber ist. Also hinten geht ja immer noch, dass man da vielleicht eine kleine Ecke drin hat, aber will ich eigentlich auch nicht. Die habe ich zum Glück jetzt noch nicht drin. Die bin zwar tiefer gekommen, mal warum auch immer, aber. Gut. Jetzt schneiden wir das hier erstmal zu, das olle Brett, und dann sehen wir nochmal zu, dass wir das irgendwie nochmal auf Tiefe kriegen, damit wir das Brett besser hinkriegen. Ich mache mal kurz Pause, schnell das Brett hier zusammen zurecht und dann passt das schon. Bis gleich. So, nach einem Haufen Pummelei mit den Stechbeitel hier und den großen habe ich das endlich geschafft. Das passt einwandfrei rein. So. So soll die Uhr aussehen. Jetzt gucken wir mal. Wo haben wir denn die Zeiger gelassen? Da. Ob das hier hinhaut. Wenn nicht, wir können ja den Plastik können wir ja immer noch ein bisschen kürzen. Da ist das nicht ganz so schlimm. Nee, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. So, ich würde sagen, also so sieht es aus. Warte mal so. Ich würde sagen, wir bauen jetzt nochmal ein Uhrwerk rein. Und dann drehen wir die Uhrzeiten so, wie wir sie brauchen. So. Unterlegscheibe und die Mutter legen wir jetzt mal rauf, ziehen sie an. Hab jetzt natürlich nicht den Schlüssel da zur Hand. So. Ich arbeite sehr gerne mit diesen Holzleim, weil der ist wasserbeständig, also nicht wasserlöslich. Und ups. Und der ist einfach nur top. Ich liebe diesen Kleber. Zack. So. Die natürlich einen Lappen haben, aber nicht da. Naja. Hier hinten guckt der Ecke hin. Von daher ist das alles in Ordnung. Also ist auch nicht so schlimm, wenn man mal da, wie gesagt, sieht nicht so schlimm aus. Vorne sind wir schon mal schicki. Ja, wie in jedem Handwerk, das muss er mal abtrocknen. Und wenn das trocken ist, machen wir die Zahlen drauf. Bis gleich. Ja, Leute, ich habe ja die Zeiger lackiert und hole die gerade drin. Fast drauf, weil ich ja draußen habe es da liegen lassen. War mir ja nicht bewusst, dass es draußen kalt und ein bisschen feucht ist. Trocknen die halt natürlich nicht so schnell, die Zeiger. Deswegen müssen wir warten, bis sie trocken sind und werden die dann erst anbauen, wenn die wirklich richtig getrocknet sind. Ich will jetzt da nicht rupfassen, aber ich habe die wichtig rupfgefasst und habe immer noch was an den Fingern dran. Also denke ich mal, werden wir da noch ein bisschen warten müssen. Und wenn wir dann die Zeiger anbauen, dann bauen wir die, wenn wir die Zeiger angebaut haben, dann
werden wir die Zahlen drauf machen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich die Zahlen eingravieren werde. Also sprich, wieder was runternehmen von dem Braun, sodass die Zahlen wieder hell werden, damit die dann auch zu sehen sind. Wäre sonst Blödsinn, wenn man das nicht sieht. Ne? Mal sehen, wie das denn zur Geltung kommt. Ich mache auf jeden Fall dann ein Foto und ihr könnt mir ja schreiben, ob euch die Uhr gefällt oder was ihr da anders gemacht hättet oder wie auch immer. Aber wie gesagt, wir sehen uns weiterhin, wenn es soweit ist, wenn wir die Zahlen drauf machen.